Ja, das Spiel ist am Samstag hier im Frankfurter Volksbankstadion um 16.30 Uhr. Hintergrund des Spiels ist, dass eine gute Freundin von mir sich im Jahr 2003, Weihnachten 2003, eine schlimme Erkrankung zugezogen hat. Dort sind sogenannte Aneurysmen im Kopf geplatzt. Das ist, auf Deutsch sagt man, eine Hirnblutung. Diese Hirnblutung hat dazu geführt, dass Maren sehr, sehr lange zunächst einmal in einem Koma lag und später in einem Wachkoma und heute noch in einem Wachkoma-ähnlichen Zustand sich befindet. Das ist jetzt über 7 Jahre her. Ich war mit Maren sehr, sehr gut befreundet und habe versucht, in den letzten Jahren ihr im Rahmen meiner Möglichkeiten immer zu helfen. Viele Möglichkeiten hat man da nicht, wenn es einem Menschen so schlecht geht, außer dass man ihn vielleicht regelmäßig besucht in der Hoffnung, dass er die Besuche mitbekommt, dass man sie mit finanziellen Möglichkeiten unterstützt, um ihr das Leben ein bisschen angenehmer zu machen. Wenn man das erlebt hat, was das bedeutet, wenn einem sowas passiert ist und wenn man sieht, was Pflege in Deutschland bedeutet, ist es sehr wichtig, dass man Freunde hat, die für einen da sind, die einem helfen und die eben auch finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, dass auch dieses Leben lebenswert ist, dass auch dieses Leben die notwendige Fürsorge und Pflege erhält. Dafür haben wir in der Vergangenheit zweimal schon ein Comedy-Festival organisiert, in der Jahrhunderthalle jeweils. Das war jeweils ausverkauft, das war sehr erfolgreich. Und diesmal hatte ich dann über meine alten Verbindungen zum FSV Frankfurt und in die Bundesliga hinein sowohl den FSV Frankfurt als auch den FC Kaiserslautern gefragt, ob sie bereit wären, ein Spiel zu organisieren, wo die Einnahmen zu 100% an Maren gehen. Beide Vereine haben sofort zugesagt, darüber habe ich mich sehr gefreut. Beide Vereine verzichten auf sämtliche Einnahmen, Kosten oder Sonstiges. Die Einnahmen gehen wirklich zu 100% auf das Konto der Lebenshilfe e.V. und die Lebenshilfe e.V. kümmert sich sehr intensiv um Maren. Mit dem Geld sollen Erleichterungen ermöglicht werden. Ich sage mal ein paar Beispiele, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Wir haben in der Vergangenheit sehr viel zusätzliche Therapien bezahlt, Logopäden, um vielleicht die Sprache wieder erlernen zu können, Krankengymnastik, weil Maren immer noch schwerstbehindert ist und sich alleine nicht bewegen kann. Wir haben für die Mutter ein Auto umbauen lassen, wo der Rollstuhl auf den Beifahrersitz kann. Das sind so Investitionen, die übernimmt keine Pflegeversicherung, die übernimmt keine Krankenkasse. Aber die ist eben wichtig, damit man solchen Leuten, die erkrankt sind, auch die Möglichkeit gibt, an dem Leben teilzunehmen und eben nicht nur im Bett zu liegen und zweimal am Tag vom Pflegepersonal umgedreht zu werden. Das ist der Hintergrund der ganzen Aktion. Ich freue mich natürlich, dass beide Vereine dazu bereit waren. Ich hoffe, dass viele Menschen am Samstag kommen und das unterstützen, was mich wahnsinnig gefreut hat. Ich habe ja auch 700 Bekannte und Freunde im Vorfeld angeschrieben und habe gebeten um Spenden. Und haben also sehr viele Leute zurückgeschrieben, haben auch sehr viele Leute gespendet, auch Leute, die am Samstag aus terminischen Gründen nicht kommen können, die aber trotzdem gesagt haben, wir machen da was und wir helfen da und unterstützen da. Und das hat mich natürlich sehr gefreut, weil mein Ziel ist es, am Samstag so viel wie möglich Geld für die Maren zu sammeln, um einfach ihr ja, die nächsten Monate, vielleicht das nächste Jahr, so zu ermöglichen, dass sie da ein paar Dinge tun kann, die man normalerweise durch die normale Pflege nicht bekommt. Und wenn dann dieses Konto irgendwann wieder dem Ende entgegengeht, wie das jetzt der Fall war, wird mir schon was Neues einfallen, dann werden wir wieder irgendwas anderes mal machen. Auf alle Fälle denke ich, das ist das Wenige, was ich tun kann und das tue ich gerne. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Reisig. Dann würde ich gerne zu unserem Geschäftsführer Sport, Uwe Stöber, überleiten. Was bedeutet das Spiel sportlich? Ist ja sehr reizvoll gegen einen Erstliga-Siebten. Welche Schlüsse kann man daraus ziehen dann?
Ja, ich denke, das ist nun mal das letzte Vorbereitungsspiel vor unserem Heimspiel Freitag, den 15. gegen Union Berlin. Und ich gehe davon aus, wie das in der Vergangenheit immer der Fall war, dass dort auch weitestgehend sicherlich mit der einen oder anderen Ausnahme die Mannschaft auflaufen wird, die dann für den Trainer auch für dieses Spiel Berlin von Wichtigkeit sein wird. Das ist ein letzter richtiger Härtetest und hoffe natürlich, dass wir zu diesem Termin alle Spieler, die uns im Kader zur Verfügung stehen, auch entsprechend gesundheitlich zur Verfügung haben und ja, dass wir uns präparieren eben in diesem Spiel für das erste Auftaktspiel gegen Union Berlin. Vielen Dank, Uwe Stöver. Dann gebe ich das Wort gleich weiter an den Cheftrainer, Herr Boysen. Wie ist der aktuelle sportliche Stand? Gibt es neue Verletzte oder sind alle fit für das Spiel heute Abend gegen Köln und am Samstag gegen Kaiserslautern? Ja, wie immer sind nicht alle gesund, aber es hält sich in Grenzen, es ist überschaubar und Gott sei Dank nichts Schlimmeres dabei. Am meisten vermissen wir aktuell natürlich, gerade weil er noch jung bei uns ist, Chrysanthus, der aber jetzt zeitnah wieder in Deutschland eintreffen soll. Also wenn der Flieger keine Verspätung hat, dann vielleicht auch schon morgen. Ja. Und schön ist, dass Mario Villinger wieder an Bord ist, zur Verfügung steht, aber nicht zur Debatte am heutigen Abend zumindest, ist Moma Ancai und Alexander Uimer, die sich mit noch leichten Blessuren rumzuschlagen haben, aber die werden auch relativ schnell wieder zur Mannschaft stoßen, vielleicht sogar schon für das sonntägliche Spiel dabei sein. Aber da gilt es sicherlich nichts zu überstürzen, sondern nur Spieler, die voll im Saft gut vorbereitet und insbesondere in Frage kommen für den Auftakt ein paar Tage später, fünf Tage später gegen Union Berlin. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wir mit der Mannschaft einlaufen werden, die auch das erste Spiel bestreiten soll. Änderungen natürlich und wie immer vorbehalten. Wir haben trotzdem, dass es nicht mehr allzu lange dauert, noch ausreichend Zeit oder die Spiele ausreichend Zeit, nachhaltig unter Beweis zu stellen, dass sie die richtigen sind für den Auftakt. Und es wird sicherlich wieder sehr, sehr viel darüber spekuliert, wenn man sieht, wer heute und am Sonntag im Tor spielt. Ziehen Sie daraus keine Schlüsse, das darf ich jetzt schon vorwegnehmen, dass jeder ein Spiel machen wird, damit meine ich Michael Langer und Patrick Land. Und in der nächsten Woche werde ich dann auch diese Personalie schlussendlich entscheiden, genauso wie die Stellvertreter, die nach Björn Schlicke versuchen sollen, die Mannschaft in dieser neuen Spielzeit zu führen und zu begleiten. Und zu diesem Test, es hat natürlich zwei sehr positive Seiten. Die erste hat der Bernd schon ausreichend ausgeführt und auch ich bin ein Mensch, der in dieser Beziehung Sprachfehler hat und nicht Nein sagen kann, für sowas natürlich immer offen ist und wenn es geht, Hilfe leistet. Und das Hode ist natürlich ein großartiger Gegner, der als Aufsteiger in der letzten Saison eine wirklich großartige Runde gespielt hat. Und ja, mal schauen, ob wir es erschlagen können. Dankeschön.